So Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Clubberry und zwar Part 5. So schnell geht es auch und wir holen uns da unten eben nochmal die Kottenpflanze ab. Wenn sie hier schon rumsteht. Zack. Und dann machen wir auch direkt da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Denn ich wollte ja diese Zwiebellinge heißen die. Die wollte ich dann auch mal direkt töten. Dann locke ich den mal kurz weg von den anderen. Und wir müssen einmal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. So, da bin ich auch schon wieder. Und die sind ja wirklich gar kein Problem. Die mache ich auch mit 99 Leben locker. Komm her. So, und zack. Ja, super. Er hat mir 20 Leben abgezogen. Das ist kein Problem. Und der letzte, der da nicht weiterlaufen kann. So, komm. Und zack. Der hat mir sogar ein bisschen mehr Leben abgezogen. Naja, dann essen wir mal kurz was. Ist ja auch kein Ding. Soll ja nicht so sein, dass wir nicht genug... Soll ja nicht so aussehen, dass wir nicht genug hätten. So. Ne, eine Bumblebee, damit wollen wir uns nicht anlegen. Ich wollte einmal ganz kurz... Das kann ich nämlich alles verkaufen. Jawohl. Jawohl. Ja, sieht doch geil aus. Da würde ich sagen, ich habe das schon noch gar nicht erzählt, was ich jetzt machen wollte. Ich wollte jetzt nämlich zurück ins Dorf. Immer Richtung Nordwest. Ach ja, hier oben ist die Bumblebee. Oh Gott, sie hat mich gefunden. Bumblebees sind gefährlich. Mit denen sollte man sich nicht so anlegen. Die sind sehr bösartig. Schlimmer als Vanissen. Sind ja auch orange und rot. Die ist jetzt orange. Heißt schwer, aber nicht die schwerste. So, jetzt hat sie aufgegeben. Sehr gut. Dann können wir uns wieder ein wenig auf den Weg konzentrieren. Habe ich die Lampe an? Nein, habe ich nicht. Gut. Was sehe ich da hinten? Oh nein, das sind die Maulwürfe. Oh. Ein Oger, glaube ich, ist das, ne? Ein Ork. Ja, der ist natürlich auch rot. Aber er ist zu dumm, um mich zu sehen. So wie sich das gehört. Na, na, los. Nicht lenken. Lenken ist doof. Die Zuschauer wollen schließlich nicht, dass es leckt. Und ich will es auch nicht. Und was läuft darum? Ach, so ein Schnabeltier. Die kann man sich auch zähmen. Tschüss. Also ich wollte jetzt ins Dorf, um da so ein paar Sachen zu machen. Rüstung, Waffe und um mir ein bisschen Tierfutter zu kaufen, um mein Haustier zu zähmen, weil es mir einfach zu lange dauert, bis solche Spacken das endlich mal droppen. Und dann halt die ganzen Sachen verkaufen und für die verkauften Sachen neue Sachen kaufen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Da hinten ist eine Hexe. Mit Hexen soll man sich halt nicht anlegen, auch wenn die nur alleine ist. Ist die böse? Nee, die ist lieb. Hallo! Ja, mag ich auch. Ich travele gerade zu der City. Sela City heißt die. Ja, und ich bin schon gleich da. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Da ist irgendjemand ins Wasser gesprungen, aber ich lege mich erstmal pennen. Und jetzt geht's weiter. Oh mein Gott! Boah, Gott sei Dank kriegt man im Wasser keinen Fallschaden. Die Insektguards sind da wohl reingesprungen, schätze ich. Ein Chicken! Oh oh. Ein Skullbull ist da hinten. Mit dem darf man sich auf keinen Fall anlegen. Diese Viecher sind richtig brutal. Ein Crow. Ich lasse die mal alle am Leben, wenn man die alle zähmen kann.
Und ich weiß ja schließlich nicht, was die uns da im Dorf verkauft, die olle Tusse. Ja, das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Ich gehe mal kurz auf Skype und mache mich beschäftigt. Seht ihr ja nicht. Zack. Na. So, Leute, da bin ich wieder. So schnell kann das gehen. Da seht ihr, Q-Volt ist noch in der Alpha-Phase. Ich habe gerade mal Skype geöffnet und dann wieder minimiert und zack, stürzt Q-Volt ab. Oh, noch ein Schnabeltier. Ja, ist doch geil. Ja, dann habe ich gerade mal mein Handy hochgefahren, weil ich dann nämlich so eine geile Q-Volt-Wiki drauf habe. Das heißt, ich kann immer gucken, ja, das Haustier braucht das Futter. Wow. Richtig Lack, ey. Dass das liebe Zauberer sind. Lol, warum sehe ich denn gar nichts? Hier sind Radieschen. Das heißt, die haben ja ein Gemetzel veranstaltet. Naja, Gemetzel nicht. Die haben mit zwei Schüssen und dann waren die Viecher weg. Oder einen Schuss. Das sind Zauberer. Oh, ein Schweinchen. Lass ich auch am Leben, Leute. Ich brauche ja kein Futter. Vielleicht wird es auch noch hinzugefügt. Ab der nächsten Version soll man ja auch bauen können. Ich höre hier wieder irgendjemanden kämpfen. Aber ich sehe keinen. Wir sollen uns auch ranhalten. Ach, die da. Oh, das sind ein bisschen viele Dwarfs. Wir sollten uns auch ein bisschen ranhalten. Damit wir auch mal was schaffen jetzt. Dankeschön. Also mal schleunigst ins Dorf laufen. Da ist es ja auch schon. Ich sehe es schon auf der Karte. Oh Gott! Bitte nicht. Sind das Böse oder Liebe? Ah, das ist Liebe. Okay. Alles safe für euch. Ah, mein Schieb. Sie hat ein Schaf als Haustier. Ja, ich will kein Schaf. Für ein Krokodil. Und mal gucken, was wir uns da... Lol, das war doch nicht das Dorf. Ich bin so dumm, das war ein Hügel. Das kann doch gar nicht das Dorf gewesen sein, ey. Das ist noch voll weit entfernt. Hinter dem Hügel müsste es sein gleich. Da hinten irgendwo, dahinter. Jetzt sieht man es auf der Karte. Lanz auf Seele geht einmal weg. Ja, jetzt sieht man es auf der Karte hinter dem Hügel hier. Läuft bei uns, läuft. Gut. Was ist denn das da für ein Feld? Das will ich mir mal angucken. Kann man da auch irgendwas abernten? Ach, Kürbisse. Haben wir da noch? Ja, da haben wir noch. Ja, geil. Hier haben wir richtig viel Futtervorkommen. Futtervorkommen. Läuft bei uns. So, da muss ich jetzt mal näher ranzoomen, damit ich mal die ganzen Distrikte sehe. Trade District. Wir gehen erstmal in den Trade District. Der ist da. Gut, dann kann ich die Karte wieder rauszoomen, damit ich auch so ein bisschen mehr Überblick habe. Und dann läuft das. Dann läuft das alles. So, jetzt müssen wir in den Trade District kommen. Ach so, wir sind schon drin. Was ist denn das hier für ein Haus? Ach, ein Bad House. Ne, da will ich nicht rein. Tür wieder zumachen. Da hinten ist der Abenteurer District. Ah, hier, das ist das richtige Geschäft für uns. Erstmal gehen wir hier rein. Hallo! So, das ist ein Hangglider. Der kostet 10 Silber, das können wir gleich mal gucken. Ein Woodboat kostet 13 Silber, das können wir. So, erstmal. Chocolate Donut. Ich guck mal ganz kurz, zu welches Tierchen der ist. Ob uns das denn auch gefällt. So, Spielguide, Cubeboard Guide. So, Pets. Mal
kurz noch Schokodonut. Da. Wie geil! Okay, wir brauchen unbedingt einen Chocolate Donut. Kaufen. Wir haben ihn doch jetzt, oder? Jawohl. Was kaufen wir uns noch? Eine Bombe. Eine reicht erstmal. Und. Verdammt. Hier kann ich doch auch noch. Boah, sorry Leute, Alter. Da geht gar nicht klar, was ich gerade hier für Anfälle habe. Wie verkaufe ich denn? Ach so. Ja, das ist ja easy. Das ist ja easy. Gibt's hier noch irgendwas, was wir uns kaufen können? Ich glaube, das wird alles zu schwer für uns. Sagen wir, boah, plus 100. 100 Power braucht man da. Wie viel Level gibt's denn hier? Ja. Das hat super funktioniert. So, jetzt müssen wir in den Crafting District. Der ist da hinten einmal durch. Dann, das Pet Food, das ist nämlich für einen Maulwurf. Der macht ja, wie ihr sicherlich... Nee, nicht Pet District. Und der Maulwurf macht ja sicherlich, wie ihr wisst, als ich gegen den gekämpft habe, ziemlich gut Damage. Alter, muss ich jetzt erst mal auf die Map gucken. Der ist da. Da, jetzt bin ich dran. So, wir brauchen jetzt die Schmiede. Da ist sie. Ist sie das? Fuck, was ist das? Nein, das ist ein Trainer. Nee. Das ist, was ist das? Achso, das ist hier. Bis da, ne? So, das hier ist Holz. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist denn jetzt hier nochmal die Schmiede? Ist die da? Da ist die. Bin ich nicht gut. So, dann usen wir jetzt mal unseren Furnace und machen Iron Cubes. Oh, wir haben zwei! Schade. Gold Cube können wir auch... Ne, haben wir ja gar nicht. Silver Cube können wir machen. Ja, da werde ich mir noch keinen Engländer... Ne. Ja, sicher, wir haben immer nur einen bekommen. Das war ganz schön. Wo ist denn hier Emerald? Ich glaub's ja nicht, ey. So, gucken wir einmal ganz kurz ins Inventar. 15 Eisen haben wir. Wo ist denn hier der Amboss? Mal sehen, was wir uns da zusammen machen können. Wie machen wir denn? Ich wusste mal, wie das geht. Ja, toll. You are so klug. So, hier gibt's Iron Boots. Ja, die machen weniger Damage. Für was Cooles. Dann gehen wir mal kurz. Na, in den Waffenshop. Waffen müsste. Was ist der? LOL. Okay,
Trade District, gut. Da hinten sind die Kürbisfelder, das heißt dahinter. Ja. Du willst es doch auch. Mein Gott, wo ist das Zeug denn? Ich war doch gerade noch irgendwo drin. Ja, jetzt bin ich wieder in Sela City. Da will ich nicht hin. Ich bin in den Trade District. Na, was ist los? Nein, wir müssen produktiv sein. Jetzt ist keine Zeit zu flirten. So, Hier sind doch so viele Schilder, aber ich komme noch mit. Hier war doch gerade noch der Crafting District. Ah, ich bin verwirrt. Egal. Weiter geht. Ja, sie. Also hier geht's weiter in den Crafting District rein. Ja, das ist ja cool, aber da will ich jetzt nicht hin. Mein Gott, wollt ihr mich echt verarschen? Wo ist denn das? Da kann man durchsuchen. Läuft bei uns. Oh, da ist Waffenshop. Ich bin so dämlich. Hallo. Ich brauche ein gutes Schwert. Oder eine Axt für einen Krieger. Ja, warum denn Power 70? Das ist doch viel zu groß. Ja, sicher. Läuft bei dir, ne? Ja, alles gut. 54 Damage ist ja geil, ne? Leider braucht man dafür Power 100. Kannst du mir hier nichts das Billigeres geben, ey, du olle Tutsi, ey? Use Iron Deck, der ist für ein Rohgur, ist für ein Rohgur. Used Iron Dagger, Alter, für ein Rohgur. Ja, Longsword, kann ich nicht gebrauchen, Alter. Ich brauche was zum Draufkloppen. Ja, genau, Leute. Vielleicht. Aha. Damage 8,8, das hört sich doch schon mal gut an. Ich bin dafür. Einkaufen. Schon getan. Sehr geil. Dann schließen wir das mal wieder. Und jetzt gehen wir nochmal in den Crafting District. Genau. Und nochmal zu der Schmiede. Weil dann... Nein, nicht Pet District. Crafting District. Ich vergesse immer so schnell, wo irgendwas war. Da hinten ist doch irgendwas. Ja, ja, hier sind die ganzen Teile. Und da ist die Schmiede. So. Und dann Costumization wir mal unsere Waffe hier. So. Genau. Na? Wie geht's denn? Jetzt funktioniert's. Okay, ich kann die leider nicht. Ich kann die höher machen, oder? Ach, fuck, ey, mir fehlt einer. Naja, egal. So. Jetzt macht ihr nämlich richtig gutes Damage. Guckt euch mal bitte diese geile Waffe an, die ich jetzt hier habe. Wie scheiße die aussieht. Egal, die macht richtig geil Damage. So, und jetzt gehen wir uns einen Maulwurf suchen.
Ich weiß gar nicht, ich muss glaube ich schon aufhören. Naja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und ja, bei einer Bewertung würde ich mich freuen. Bis zum nächsten Mal.